Sie hören Der Ursprung der Welt von Ulrich Tukur, gelesen vom Autor, ein Hörbuch des Argon Verlags in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Gewidmet dem Andenken an meinen liebenswerten Patenonkel Paul Götz, Richter und Dichter in Stuttgart 1878 bis 1964, der unter dem Pseudonym Paul Goulet Lyrik veröffentlichte, die niemand mehr liest. Träume und reale Eindrücke sind eng miteinander verwoben. Der Traum ist kein abseitiger Spuk, sondern die eigentliche Wirklichkeit. Still umfängt er unser Leben, und wir sinken ganz und gar in ihn zurück, wenn wir sterben. Angesichts der rapiden Zerstörung unserer poetischen Spielgründe, die in den geheimnisvollen Wäldern, den lichtverlorenen Ebenen und schattigen Tälern liegen, scheint mir die Beschwörung des Traums essentieller denn je. Es gibt Menschen, die im Leben einen Auftrag zu erfüllen haben. Dafür werden sie geboren. Manche schrecken vor dieser Aufgabe zurück, andere erkennen sie erst gar nicht, und einige wenige stellen sich hier. Goulet wachte auf, ohne dass der Wecker geklingelt hätte. Etwas Licht fiel durch die geschlossenen Fensterläden seines Hotelzimmers. Eine Weile starrte er in den dämmerigen Raum, dann wanderte sein Blick ziellos und noch von Müdigkeit umschattet über die mit Stuck verzierte Zimmerdecke und blieb an einem altertümlichen Messingleuchter hängen. Er betrachtete ihn einen Augenblick und fand ihn schön. Als er auf die Uhr sah, war es kurz vor acht. Von draußen drang das leise Geräusch vorbeifahrender Autos zu ihm hinauf in den dritten Stock: Autos, die durch Pfützen fuhren. Es schien zu regnen. Goulet stand auf, ging ins Bad und zog sich an. Bevor er sein Zimmer verließ, warf er einen prüfenden Blick auf seinen Schnurrbart im Spiegel neben der Tür. Er hatte sich ihn erst vor kurzem stehen lassen. Wenig später saß er im Frühstücksraum des Hotels, der in einem engen Gewölbe des Souterrains untergebracht war. Er war der einzige Gast und wurde von einer jungen makabinischen Angestellten bedient. Er unterhielt sich etwas mit ihr. Sie tat ihm leid, denn er wusste, wie schwer es diese Menschen hier im Augenblick hatten. Er aß ein frisches, noch warmes Baguette, das er mit gesalzener normannischer Butter bestrich und mit Ziegenkäse belegte. Der französische Kaffee war wie immer schrecklich. Er schmeckte bitter und etwas säuerlich. Nach ein paar Schlucken ließ er ihn stehen. An der Rezeption lieh er sich einen Regenschirm und trat hinaus auf die Rue Saint-Severin, bog links in die Rue du Petit-Pont, die er bis zum Quai de Montebello entlang spazierte. An der Straßenecke blieb er stehen. Er blickte rechter Hand die mächtige Kathedrale der Notre-Dame de Paris und die Seine, die grau und gleichgültig unter den steinernen Brücken dahinfloss. Ein paar Schritte entfernt sah er eine Bank, die zwischen einer Litfaßsäule und einem von Nässe tropfenden Rhododendron stand. Er ging hin, wischte das Regenwasser von der Sitzfläche und ließ sich für einen Augenblick nieder. Seit zwei Tagen hielt er sich nun in Paris auf. Er war gekommen, weil er die Stadt nicht kannte. Und es als Makel empfand, nie hier gewesen zu sein. Und weil er ein Gemälde sehen wollte, dessen Abdruck er vor Jahren in einem Schrank seines Großvaters entdeckt und das ihn nicht mehr losgelassen hatte. Vor allem aber wollte er fort von zu Hause. In seiner Heimat hatte sich das Leben fundamental geändert. Unruhen und Gewaltausbrüche waren an der Tagesordnung. In letzter Zeit ging es in den Städten besonders schlimm zu. Es herrschte die giftige Atmosphäre der Hysterie und des Hasses, die ihm, der eher unauffällig und beobachtend durchs Leben trieb, verwirrte und mit Schrecken erfüllte. Schon vor dem baltisch-russischen Konflikt und dem Zusammenbruch der Türkei und dem dortigen Bürgerkrieg, den die Ermordung des türkischen Präsidenten ausgelöst hatte, war sein Land Ziel einer gewaltigen Immigration verzweifelter Menschen aus aller Herren Länder geworden, die sich kaum mehr in die bestehenden Verhältnisse einfügten. Es hatte sich nach jahrelangen Herumstreitereien und hilflosen Versuchen überforderter Politiker, diesem Umstand ordnende Strukturen zu verleihen, selbst aufgegeben und war in einen Zustand von Erschöpfung und Fatalismus gesunken, der politischen Abenteurern und Extremisten ausreichend Raum gab, den letzten Rest gesellschaftlichen Zusammenhalts zu zerstören. In Frankreich hatte vier Jahre zuvor eine nationalistische Koalition die Macht an sich gerissen, und aus einem kriselnden, von korrupten Eliten beherrschten und religiösen Fanatikern tyrannisierten Land einen Staat geformt, in dem Polizei, Militär und Geheimdienste scheinbar alles fest im Griff hatten und eine Ruhe herrschte, die ans Unheimliche grenzte. Das normale Leben